Wir sind jetzt bei einem Lumar-Fertigteilhaus. Hier hat auch der Kunde so wenig als möglich selber zu tun, weil ja, so ein Fertigteilhaus ist sehr schnell aufgestellt. Und was wir hier sehen, ist ein Datenlogger. Und Lumar stellt bei seinen Häusern, also wenn das Haus aufgestellt worden ist, überall einen Datenlogger ein. Das heißt, hier kann man das Raumklima beobachten. Hier kann man auch schauen wegen der Lüftungsvorgänge, wenn ausgeheizt wird. Also wir haben jetzt gerade Ausheizphase vom Estrich, dass natürlich die Lüftungsvorgänge passen. Also wir haben ja oft den Fall, dass beim Ausheizen oder wenn der Putz trocknet, die Gipsplattenverkleidungen plötzlich alle zu schimmeln anfangen. Hier wäre es dann schuld. Ja, wenn der Hausherr sagt, er möchte selber lüften und diese Aufgabe quasi vom Fertigteilhaus oder vom Massivhausbaupartner übernehmen, dann ist natürlich ganz wichtig, auch den entsprechend einzuschulen. Und wie kann man das am besten überwachen, ob ausreichend gelüftet wird, bevor der Schimmel zu wachsen anfängt? Das macht man mit so einem kleinen Datenlogger. Und das finde ich ganz genial. Und da sieht man, dass es halt wirklich auch Firmen gibt, die mehr machen, als sie eigentlich tun müssten. Nämlich so eine kleine, feine Innovation, den Datenlogger hierher zu hängen. Der Bauleiter kommt hier regelmäßig, zumindest einmal in der Woche auf die Baustelle, liest die Daten aus und sagt dann dem Kunden, ob es so passt oder nicht. Und auch zur nachträglichen Dokumentation ist es ganz wichtig, in welchem Raumklima, welche Temperaturen wir hier gehabt haben. Gipsplatten, Gipsfaserplatten haben ein thermisch und hygrisch bedingtes Änderungsverhalten in Bezug auf die Länge. Und wenn dann nachher überall alles reißt, was ja nicht selten vorkommt, dann kann man schauen, was Ursache gewesen sein könnte. Statische Probleme oder was einfach in der Bauphase zu feucht. Wenn das Ganze fertig ist, trocknet es nach und alle Wände reißen uns. Also,